Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Harvest Moon und das nicht mehr ganz so verlorene Tal. Wow. Das war Vorsprung, tut mir leid. Okay, jetzt heißt es mal gucken. Mal gucken. Das ganz so politisch wollen wir jetzt auch nicht werden. ich schaue jetzt aber trotzdem mal, was ich jetzt eventuell noch verkaufen könnte, was ein wenig Geld geben könnte. Allerdings sowas wie Blumen möchte ich jetzt ungern verkaufen, weil man... Habe ich jetzt die Erze verkauft? Bin ich blöd. Eingelagert meine ich. Die Erze würde ich gerne so behalten, ne? Entnehmen. Ja, sowas ist hier zum Beispiel, würde ich ja gerne mitnehmen. Wieder fürs nächste Mal. So, jetzt muss ich halt eben gucken. Könnte ich zum Beispiel jetzt ein bisschen Gold verkaufen? Weiß nicht. Aber ich habe halt eben auch immer Angst, dass man das dann auch braucht und so, ne? Weil ja, ich weiß nicht. Ich denke immer, man braucht das dann vielleicht. Dann hat man das nicht. Dann ist man dann voll aufgeschmissen, wisst ihr? Oh. Hey, also. Ich verkaufe mal ganz viel Bauholz. Verspringt das ja was? Wäre cool. Quail, sagt man auch manchmal, was ich ganz furchtbar finde übrigens. So, Sam, wo ist er? Wo ist er? Wo ist er da? Verkaufen. Gucken wir mal. Okay. Ist gar nicht. Ja, das sieht gut aus. Das schaffen wir. Oh, yeah. Wir haben es geschafft. Über 400.000. Das heißt, wenn morgen Doktor ist, Doktor, das klingt wie irgendwie die Megaform von Diktor. Nee, für die dritte Entwicklung von Diktor oder so. Doktor. Nee, dann können wir ja dann mal schauen, ob wir, ne, wisst ihr Bescheid, ob wir das dann erweitern können. Das Haus. Das, ihr wisst schon, so Dinge tun und so. Ich nehme schon ein mysteriöses Bauholz mit, das braucht man auf jeden Fall. Was brauchte man denn noch? Irgendein Material. Ich weiß gerade nicht welches. Yttril vielleicht? Aber ich schaue es einfach dann morgen sehen. Ich gehe einfach jetzt ins Bett. Und hoffe, dass morgen Doktor ist. Oder so. Ich habe geträumt, dass es einen Wald, geben könnte. Natürlich. Was ähnliches will ich ja machen. Eine Art Plantagenwald. Ich setze mich mal anders hin. Ah. Oh, es klopft jemand. Hallo Yume, bist du zu Hause? Oh, bestimmt jetzt hier sowas wie Kochfest. Heute ist es Kochfest. Nein. Übrigens habe ich auch gelesen, dass man die Küche ausbauen kann, auch wenn man ein größeres Haus hat. Dann kann ich vielleicht auch dann mehr kochen, beziehungsweise habe dann mehr Rezepte. Das wäre doch ziemlich geil, wenn das gehen würde. Von daher hoffe ich einfach mal, dass ich das dann tun kann. Boah, vielleicht können wir heute unser Haus vergrößern. Das wäre so nice. Okay, dann können wir jetzt auch nicht direkt Lukas heiraten, weil wir ja noch ein größeres Bett und einen größeren Tisch und hast du nicht gesehen, brauchen, aber... Es ist schon mal ein Anfang. Und ich habe nebenbei im Fenster noch Twitter offen und andauernd habe ich eine Nachricht, also eine Mitteilung, und dann habe ich wieder keine Mitteilung, obwohl ich gar nichts anklicke. Ist zwar gerade total random, dass ich euch das erzähle, aber es ist so. Okay, kann man fleißig ernten. Gut zu wissen. Trotzdem kümmere ich mich erstmal um die Tiere. Dann würde vielleicht auch so, es ist schon lohnt, dass ich Eier und Milch jetzt zum Beispiel, aufbewahrt habe. Alt Jahre quasi. Eigentlich müssten inzwischen die Eier schon alle schlecht und die Milch gammelig sein, aber nicht bei diesem Harvest Moon hier. Es gab ja so Harvest Moon-Teile wie Sonnenscheininseln oder so. Da war es ja tatsächlich so, dass die Lebensmittel, die man erntet, beziehungsweise erhält, erwirtschaftet, eine Frische haben. Und je später man sie verkauft, desto weniger haben sie gebracht. Und desto schlechter waren dann auch die Erzeugnisse, wenn man jetzt dabei was gekocht hat oder so. Das fand ich einerseits halt eben gut, weil es realistisch war und auch das Spiel ein bisschen komplexer gemacht hat. Andererseits natürlich aber auch nervig, weil man dann nicht wirklich Dinge einlagern konnte.
Also für die richtigen eingefleischten Gameplayer, die sich da irgendwie optimieren wollen, das ist natürlich nervig, wenn dann sprunken ja gerne Sachen, wie man da unschwer erkennen kann hier in diesem Let's Play. Da ist das eher hinderlich. Ein allerbestes Ei. Ist bestimmt das Beste, was es gibt. Oder das optimale Ei. Oder das beste Ei. Nee, das allerbeste ist bestimmt besser. Ist das egal. Gibt es auch noch ein Wunderei? Hat doch irgendjemand ein Wunderei hier? Nein, noch ein optimales Ei. Vielleicht gibt es auch keine Wundereier, weil ich sie nicht mit dem besten Futter füttere. Das kann natürlich auch sein. Ich weiß jetzt nicht, wie das Futter sich jetzt auch auf die Qualität der Produkte, die die Tiere geben, auswirkt. Also ich kann mir schon denken, dass das sich auf die Freundschaft der Tiere auswirkt, aber wobei, ergibt schon Sinn, wenn ich sie mit besserem Futter füttere, dass sie dann auch bessere... Das ist eigentlich sinnvoll. Vielleicht sollte ich sie wirklich auch immer dann mit besserem Zeug füttern. So... So, oh, du musst gebürstet werden. Machen wir das dann vielleicht mal. Natürlich ist das Mägen erstmal wichtiger. Was gerade? Gibt es doch Harvest Mutterle, wo die Kühe sauer werden, wenn man sie nicht mägt? Ich glaube schon, ne? Ich meine, im echten Leben müssen die dann ja auch schon gemolken werden, glaube ich. Weil sonst irgendwie die Euter anschwellen. War da nicht irgend sowas? Ich bin jetzt hier kein Biologe und auch kein Bauer. Oh, ich habe hier sogar rot, rosa, blau angepflanzt. Boah, ist ja voll süß. Vergangenheits-Ich, da hast du dir ja wirklich Gedanken gemacht, ne? So, ist ein Stock heute da? Oder sieht man das überhaupt schon? Nee, momentan ist noch keiner da. Aber ich glaube, um 10 ändert sich das. Dann können wir dann ja mal hinfliegen. Und die ganzen Rosen müssen wir auf jeden Fall dann auch mal verkaufen. Dann an Dingenskirchen, an... Es fällt mir gerade der Name nicht ein. An die Blumenhändlerin. Sage ich jetzt einfach mal so vereinfacht. Ach, plopp, 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 plopp. Ja, das machst du ganz toll. Plopp. Nee, das ist langweilig. Plopp, schneller. Was, Mensch? Ploppe will noch nie jemand geploppt. Weil sie hält das immer noch so übelst lang hoch. So wie, yeah, guck mal, ich hab das jetzt hier voll geerntet. Und alle denken sich so, oh ja, schön, mach weiter. Mach hinne. So, nein, das wollte ich jetzt auch nicht. So, müssen wir auf jeden Fall auch nochmal ein paar Samen hier wieder ausstreuen. Am besten, die ich von uns hier gekauft hatte. Ich tue mir am 20. Schaffe ich das? Ich weiß gar nicht, ob ich das noch schaffe. Nee, komm, ich lass es mal. Dann gibt es erst wieder ein Frühlingblumen. Machen wir es so. Hab dann hier mit denen auch, denke ich mal, erstmal auch ein bisschen genug Geld. Aber nur ein bisschen genug Geld. Haha, lustig. So, ich muss mal ganz kurz... Da, gut, Doc ist da. Ganz kurz hin und gucken, was ich noch für Material brauchte. Irgendein Materialstein. Ist das Symmetriel oder... Gold? Ich weiß nicht, was er diesmal in meinem Haus verbauen möchte. Dann muss ich mal zurückrennen. Das vor und wieder hin und nach. Ihr wisst schon, ihr könnt euch denken, nehme ich mal an. Ihr seid nicht dumm. Nein, seid ihr nicht. So. Wo ist der? Wo ist der? Wo? Da ist er. Jo, Alter, was geht ab? Je mehr Menschen man trifft, desto mehr Ideen bekommt man. Das ist mein Motto. Das ist jetzt. So, was wollen? Holzwand. Ja, nein. Ist das doch oben? Jetzt habe ich bin eiskalt an diesem blöden Haus vorbeigescrollt. Bestimmt ganz oben, ne? Das zweite oder so. Nee, hä? Oder, ach nee, das war hier, ne? Boah, bin ich dumm. Hier war das doch irgendwo. Da, Riesenhaus. Adam Tit. Adam Tit. Okay, dann noch ein bisschen hartes Bauholz und Adam Tit. Das ist die weibliche Form von Adam Dick oder so. Ich hab keine Ahnung. Alter. Ich hab keine Ahnung. Gut. Haben wir Adam Tit und ich hoffe, das ist ein Baumaterial. Das klingt so wie ein Stein. Aber ich glaube, es ist Baumaterial. Es ist sinnlos, mit irgendwelchen Edelsteinen sein Haus zu bauen. Stimmt's, Naomi? Weiß nicht, vielleicht? Verzmeldung? Was? Okay. Boah, ich glaube, Naomi hat Sally mal wieder verloren. Sally ist ja irgendwann im Arsch der Welt. Hey, Sally. Schon länger nicht mehr mit dir geredet. Nicht, dass ich einsam wäre oder so. Aber du könntest ruhig mal Hallo sagen. Du kannst ja Oberhallo sagen. Hallo. Wisst ihr? Das ist so dieses...
Also, wisst ihr, keiner von denen redet mal mit mir, ja? Aber wenn ich mal auch mal nicht mit denen rede, dann werde ich erstmal von allen übelst angebitscht. Das ist wie bei Animal Crossing oder bei Tomodachi Life. Die könnten sich ja auch mal Mühe geben, mit mir zu reden. Finde ich jetzt nicht so pralle. So. Entnehmen. Wo ist Adam Tiet? Wo ist Adam Tiet? Adam Tiet, Adam Tiet, Adam Tiet, Adam Tiet. Da. Wow, habe ich sogar. Yeah. So, und was wollte er noch? Hartbauholz? Was glaube ich? Scheiße, ich habe gar nicht mal so viel. Ach, lol. Dann muss ich wohl noch ein wenig hart Bäume fällen. Und dann. Dann schaffen wir es. Ganz bestimmt. Oder so. Und so. Was trinken. So. Hartbauholz kam jetzt aus denen hier raus, hä? Ja, nein, vielleicht kommt da mal eine Meldung oder so. Sowas wie Hartbauholz bekommen? Nee. Hat das Spiel nicht nötig, mir da irgendwie eine Meldung zu geben oder so? Pff, nee. Muss ich selber gucken. So, ich glaube, das müsste jetzt reichen. Glaube ich, ich fälle jetzt einfach mal hier noch den Baum, wo gerade der Bruno, der eigentlich Brutus heißt, davor steht. Jetzt guckt er. Oh, jetzt hat er Angst, weil ich voll die Muckis habe und hier voll krass die Bäume weghaue. So, das müsste reichen. Hoffe ich. Denke ich. Ich glaube fest daran. Und so. Ich habe hoffentlich habe ich jetzt alles. Kupum, bum, kabum, die Maschine, sonst irgendwas, keine Ahnung. So, Holzmaster-Tapete. Wie jetzt? Oh. 5 Hartbaumholz fehlen dir, Bitch. 5 Stück. Muss ich doch die großen zerschlagen? Welche Bäume muss ich nochmal dafür zerschlagen? Ich muss das jetzt noch rausfinden. Ich muss das jetzt hier noch rausfinden. Muss ich die zerschlagen? Irgendjemand muss ich jetzt so schlagen. Weiß Hartbau. Ach doch. Doch die. Das muss ich genug haben. Hä? Ich zerschlag mal nochmal ein. 61 war es gerade. Das sind jetzt doch die. Schaffe, die bringen weiches Holz und die anderen bringen. Habe ich wohl verwechselt. Upsi. Gut, da müssen wir jetzt aber genug haben, oder? 61, jetzt habe ich 66. Okay, gut, alles klar. Und jetzt noch zum 1.000.000. Mal zu Doc. Und jetzt müsste es hoffentlich gehen. Schwere Geburt hier. Hallo, geh mal drauf, danke. Ach, Mädel. Ist auch schon spät, ne? Muss man sich ein bisschen beeilen hier, ne? Oh. Doc, hallo, redest du mit mir? Ahaha, komm schon, lass dein Lachen hören. So, nee, ich habe nichts mehr zu lachen. Ich will einfach nur dieses blöde Ding ausbauen. Oh ja, Gott sei Dank, es geht. Gehen wir jetzt zu deinem Haus, Yumi. Er guckt zu ernst. Schon rennt er los. Mhm. Es wird Zeit, dass wir anfangen. Bim, bum, kabum! Wow. Perfekt, perfekt, da geht es gar nicht. Bim, bum, kabum. Yumi, ich geh rein und seh es dir an. Ich werde im Mondschein auf dich warten. Weg ist er wieder. Okay, gut, schauen wir mal. Ein bisschen geräumiger. Wow, ja, ist auf jeden Fall geräumiger. Und angeblich, wie gesagt, kann man die Küche jetzt noch erweitern. Aber eine zweite Etage gibt es nicht, schade. Vielleicht kommt ja automatisch, wenn man schwanger wird. Oder man muss es nochmal vergrößern. Alter, wenn man das nochmal vergrößern muss, dann schmeiße ich mal die Essen aus dem Fenster oder so. Ich weiß es nicht. Gut, ich gucke mal, ob wir jetzt direkt... Also, wir haben jetzt kaum Geld. Wir werden jetzt keinen Tisch und kein größeres Bett kaufen können. Aber so, dass ich mal so rein sneaken kann, was man dafür braucht. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwie mit Juwelen besetzte Betten bauen, also lassen muss oder so. Das ist schon halt eben dann, halt eben gewisse
Dinge nicht verkaufe, weil ich die halt eben dafür brauche. Ihr wisst schon, ich glaube, ich muss darauf nicht sehr eingehen. Ihr seid nicht dumm. Und mein Hund rennt schon die ganze Zeit bei mir durchs Bad und ich weiß gar nicht, was er da überhaupt macht. Ich höre es immer nur tippeln. Kyoto, was machst du? Kyoto! Ah, du ignorierst mich. Sag das doch gleich. Ach nee. Wer weiß, was er gemacht hat. So, ach nee, hier war das doch bestimmt ein Doppelbett. Genau, Doppelbett. Aha, hat er heute. Oh, Silber. Ja, klar. Ich habe auch immer in meinem Bett Silber drin. Naja, egal. Wie viel kostet's? Oh, das ist sogar relativ. Das kriegt man sogar hin. Großer Kühlschrank. Große Küche. Wow. Oh, Reischal groß. Braucht man dafür. Ist doch eigentlich relativ. Oh ja, na klar, natürlich. Ja, einmal bitte 20 legendäre fiktive Metalle für eine scheiß Küche. Willst du mich verarschen? 20 Mithril, geht's noch? Alter, das kriege ich in diesem Netzwerk nicht mal zusammen. Das sind also einen großen Kühlschrank kriege ich schon noch zusammen. Wozu eigentlich schon großer? Hält Zutaten, Essen frisch, zusätzlicher Platz. Also mein derzeitiger Kühlschrank, da ist auch noch genug Platz drin. Von daher brauche ich das jetzt auch nicht so dringend. Eigentlich schon eine große Küche wäre schon geil, aber ich konzentriere mich erstmal auf den Tisch mit Stühlen und aufs Doppelbett. Ist doch beides nicht so teuer. Müsste man noch zusammenkriegen. Ist hier unten noch irgendwas? Nee. Alter, ja klar. Silber im Bett. Legendäres, fiktives Metall für die Küche. Natürlich. Ich habe auch immer legendäres, fiktives Waffenschmiedmaterial für meine Küche. Ey, das Spiel macht mich manchmal echt fertig. Bäh. 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 So. Gut. Hat sich das jeden Fall schon mal erledigt? Na du? Arbeit, das hat Arbeit. Ich schätze, das ist für dich keine Neuigkeit. Na, doch. Klar. Was? Gut, dann werde ich auf jeden Fall... Wie spät haben wir es eigentlich? Ich sag dann mal ciao, bis zum nächsten Mal. Wenn es wieder heißt, wie wir jetzt Split haben, wir wohl das verlorene Tal. Die Folge überzieht. Bye.